So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück zum lang ersehnten Solo-Modus-Part Die Legende der Sternenhelden. Erlebe die epische Geschichte der Welthelden. Eine Geschichte, in der wir wahre Weltraumabenteuer erleben. So, kanalisiere den Weltkelch mit Linkbeschwörung, die normale Monster, um mächtigere Monster heraufzubeschwören und sich den Crawler-Monster mit dem Weltpanzer entgegenzustellen, der einen mächtigen Effekt hat, wenn man ihn aufdeckt. Der Kampf um das Weltvermächtnis beginnt. Wird ja jetzt mal interessant. Ziemlich viele Szenarien haben wir jetzt hier. Ziemlich viele verschiedene Praktiken. Mal sehen, was das Ganze jetzt hier wird. Wir kriegen natürlich auch hier ziemlich viele Belohnungen. Vom Weltvermächtnis auserwählt. Die Herrscher dieses Sterns waren nicht menschlich. Diese Welt wurde beherrscht von 7 mechanischen Lebensformen, den Mech-Rittern. Und überall im Land breitete sich ihre Fort aus, die Crawler. Diese Crawler überrennen und zerstören auf ihrem Weg meist alles, was Menschen gebaut haben. Wahrscheinlich fehlen ihnen jegliche Gefühle. Diesen unbarmherzigen Maschinen hilflos ausgeliefert, musste die Menschheit im Verborgenen weiterleben. Mit dicken Bäumen dicht bestanden, selbst am Tag düster, ein Hinterland namens Wald der Sterne. Darin lag ein verborgenes Dorf, in dem Menschen unauffällig lebten. Der Gesichtsausdruck der Erwachsenen dort war einheitlich düster. Das sollte nicht verwundern. Sie versteckten sich ihr ganzes Leben lang im dunklen Wald und die meisten verließen das Dorf nie. So verbrachte Generation auf Generation die Jahre in ihr Schicksal ergeben. Inmitten dieser unruhigen Zeiten erhoben sich 2 junge Männer, um die Crawler herauszufordern. Auram und Ningirsu. Der Grund, warum sie so verzweifelt kämpften, war die Priesterin des Dorfes und die jüngere Schwester von Ningirsu, Ib. Ib erzeugte mit einem Ritualzauberstab, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde, eine starke Barriere, die das Dorf bis heute schützt. Aber mit jedem Tag belastete die Bedrohung durch die Crawler die Priesterin mehr. Die beiden wollten Ib, die so viel Mut und Heldentum zeigte, irgendwie Trost spenden. Auram und Ningirsu durchquerten zusammen mit dem Babydrachen Imduk die Barriere und zogen aus, um möglichst viele Crawler zu besiegen. Eines Tages hörte Ib aus dem Wald ein leises Geräusch, das wie eine menschliche Stimme klang. Auram und Ningirsu konnten es nicht hören. Ib erklärte jedoch, sie höre die Stimme weiterhin. Aus Sorge, Ib könnte sich alleine in den Wald wagen, betraten Auram, Ningirsu und Imduk das Hinterland. Und wie die Geschichte weitergeht, das sehen wir im nächsten Teil des Szenarios. Der Weltkelch. Oder auch Lee, die Weltkelchfee, kommen dann jetzt, er sagt, zu einer Tasse Tee. Die Sonne war schon untergegangen, sodass ihnen nur das Sternenlicht blieb. Der Geruch von Bäumen und Erde hing in der kalten Luft. Obwohl sie keinen guten Halt fand, wagte sich Ib in den Wald, als würde sie geführt. Die 3 ließen sie nicht aus den Augen und achteten auf Crawler, während sie ihr folgten. Plötzlich und mit einem Kreischen verschwand Ib vor ihren Augen. Sie rannten dorthin, wo sie Ib zuletzt gesehen hatten und sahen, dass sie von einer niedrigen Klippe gestürzt war. Anscheinend war Ib so auf die Richtung der Stimme fixiert gewesen, dass sie nicht bemerkt hatte, dass vor ihr kein Boden war. Die 3 stiegen die Klippe hinab und waren erleichtert, Ib unverletzt fortzufinden. Vor ihren Augen erschien ein mysteriöses Gebäude. Wenn es vorher dort gewesen wäre, hätten sie es bemerkt.
Aber als wäre das Gebäude schon seit Jahrhunderten da, war es von Bäumen verdeckt und von Efeu überwuchert. Sie näherten sich dem Gebäude vorsichtig. Der Zauberstab in Ibs Hand leuchtete und das Gebäude begann wie zur Antwort zu grollen. Ein mächtiger Strahl drang aus dem Gebäude, fegte die Bäume beiseite und tauchte alles in blendendes Licht. Das Licht drang gnadenlos durch ihre geschlossenen Augenlider. Als sie schließlich die Augen öffneten, flatterte eine Fee vor ihnen in der Luft. Die Fee sprach zu der verblüfften Gruppe: "Ich bin Lee, die Weltkelchfee. Ein Geist, der in dem Gebäude eingeschlossen war, aus dem das helle Licht trat, das als Weltvermächtnis Weltkelch bekannt ist. Früher war es ihre Aufgabe, die Menschen zu leiten, aber sie wurde von den Mech-Rittern behindert. Seit vielen Jahren wartet sie schon auf einen Welthelden, der den Weltkelch aktivieren kann. Und sie sind jene Welthelden. Bitte leiten wir eure Stärke und sammelt das zerstreute Sternenlicht, um die Welt von der großen Finsternis zu retten", sprach sie. Obwohl Lees Geschichte sie verwirrte, waren Auram und die Gruppe von ihrer Ernsthaftigkeit gerührt und beschlossen zu helfen. Lee war dankbar und gewährte ihnen die Macht des Weltkelches, die sie auf ihrer Reise brauchen würden. Die drei, die vier, sie haben die Kraft. Eine Kraft, die wir zum praktischen Teil ausprobieren wollen. Lerne die Vorzüge und Nachteile des Weltkelch-Decks. So möge das Duell beginnen und die Macht des Weltkelchs sich offenbaren. Du kannst eine ganze Reihe mächtiger Link-Monster beschwören, indem du normale Monster beschwörst und zu weiteren Link-Beschwörungen führst. Wenn Weltkelche Link-Monster vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt werden, kannst du ein Weltkelch-Monster als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Dadurch kannst du noch mehr Link-Beschwörungen durchführen und dich schnell von den Angriffen deines Gegners erholen. Halte Weltkelch-Monster auf deiner Hand bereit, um eine noch effektivere Strategie zu verfolgen. Gut, diese Weltkelch-Monster allerdings hatten wir doch schon mal im Tutorial-Part von Yu-Gi-Oh! Master Duel noch gehabt. Na gut, wen wollen wir jetzt beschwören? Auram. Beschwöre dann Imduk der Weltkelchdrache als Sinkbeschwörung. Okay, beschwöre vom Weltkelch gekrönt. Und jetzt Auram der Weltkelch-Schwertkämpfer. Ja, überzeugt mich jetzt noch nicht so recht. Aber mal weitersehen. Wenn das offene Crawler-Monster das Spielfeld durch den Effekt des Gegners verlässt, werden zwei neue Crawler-Monster als Spezialbeschwörung beschworen. Wenn du es mit Effekten zu tun hast, strebe den Zustand der verdeckten Verteidigungsposition an. Und wenn das Monster offen ist, zerstöre es im Kampf.
Tja, wollen wir dann noch mal sehen, wie die Story dann hier so weitergehen wird. Okay, das war jetzt irgendwie kein so guter Anfang. Ah, das war jetzt leider kein so guter Anfang. Ich bin mir hierbei jetzt auch nicht so ganz sicher, was jetzt hier gemacht werden sollte am besten. Okay, greifen wir erstmal an. Thank you.
Tja, sehr berauschend ist das jetzt eigentlich ja nicht hier. Okay, das sieht doch jetzt nun wirklich um einiges besser aus. Das ist jetzt also auch noch nicht gut. Und wieder mal Endphase. Wir haben bis jetzt noch keine Möglichkeit, da durchzubrechen.
Okay, das bringt das Sack jetzt so nix. Gut, damit hätten wir jetzt erstmal diesen Story-Abschnitt wohl gleich erstmal erfolgreich beendet. Oder auch leider nicht. Also gut, das war schon mal sehr interessant. Aber auch diese Weltkelchmonster werden wohl höchstwahrscheinlich nicht so im normalen Storyverlauf oder besser gesagt in einem Online-Kampf was reißen können. Oh, Junge, das kann ja noch eine halbe Ewigkeit jetzt hier dauern. Okay, aber mit meinem Kristallflügel-Deck müsste ich das Ganze jetzt schnell beenden können. Sodass wir dann gleich noch zu den weiteren Story-Abschnitten kommen können. Aber wieso müssen wir eigentlich bei diesem Kram ständig immer als erstes anfangen? Thank you.
mehr war, jetzt wo wir es aussehen, wirklich nicht im Bereich des Möglichen. Schade. Aber hey, mit unserem eigenen Deck müsste die Crawler-Invasion gleich sowieso auch beendet sein. Das Ende wäre damit jetzt beschlossene Sache. Tja, ein beschlossenes Ende. Imduk, der Weltkelchdrache, ist also jetzt auch unser. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit ein bisschen Story. Um die Menschheit zu schützen, nach Lys ernsthaft vorgetragenen Wünschen versprachen Auram und die Gruppe ihr zu helfen. In Lys Begleitung macht die Gruppe auf den Rückweg ins Dorf, aber sie stießen auf mehrere Crawler, die ihnen den Weg versperrten. Auram, Ningirsa und Imduk stellten sich vor Ib und Li wachsam und bereit. Obwohl sie schon oft gegen diese Crawler gekämpft hatten, lag eine große Spannung in der Luft. Kalter Schweiß tropfte von Aurams Kinn und tränkte den Waldboden. Als die Spannung ihren Höhepunkt erreichte, stürzte sich die Gruppe plötzlich auf die Feinde und griff die Exoskelette der Crawler an. Auram führte sein Schwert gewandt, Ningirsu durchbohrte sie flink mit dem Speer und Imduks Klauen rissen heftig an ihren metallenen Häuten. Der Kampf endete fast so schnell, wie er begonnen hatte. Die Macht des Weltkelches, die Li ihnen gewährt hatte, war viel größer als erwartet. Sie konnten ihre Überraschung nicht verbergen, wie der Weltkelch ihren Körpern große Kraft eingeflößt hatte. Li sagte ihnen, es gebe in der Welt 6 weitere Weltvermächtnisse, die ebenso mächtig seien wie der Weltkelch. Hey, kennen wir doch. Sind das ja sagt nicht die Überreste der Clifford? Falls sie zurückerlangt würden, wäre es möglich, nicht nur die Crawler zu zerstören, sondern sogar die Mech-Ritter, die die Welt beherrschten. Diese Information war ein heller Hoffnungsschimmer für die Dorfbewohner, die schon so lange im düsteren Wald lebten. Nach Lys Worten und unter der Führung des Weltkelches brachen die jungen Leute aus dem Wald der Sterne auf, um nach dem nächsten Weltvermächtnis zu suchen. Wo auch immer er sein vermochte. Und so begann die Reise von Auram und der Gruppe auf der Suche nach dem Weltvermächtnis. Obwohl die Gruppe auf einer Mission war, um die Welt zu retten, waren sie erstmals in der Außenwelt. Alles, was sie sahen und hörten, wirkte neu und lebendig.
Unterwegs begegneten sie vielen Crawlern, aber dank der Macht des Weltkelches konnten sie ihre Reise ohne größere Probleme fortsetzen. Wie lange mochten sie gewandert sein, geführt von Lee und dem Weltkelch? Ein feuchter Wind streichelte ihre Wangen. Vor der Gruppe lag ein gewaltiger Sumpf. Ein großes Artefakt war in der schlammigen Weite versunken, der riesige Panzer im Sumpf. War eines der ausdrücklichen Ziele dieser Reise, das Weltvermächtnis Weltpanzer. Sie fanden dort jedoch mehr als nur den Weltpanzer. Nicht nur die Oberfläche des Panzers, sondern auch sein Inneres wimmelte von dunklen Gestalten. Wie Ameisen auf dem Kadaver eines toten Insekts bevölkerten Crawler den Weltpanzer. Es waren unzählige aus einem roten Fernrohr drang ein bizarres Licht, das das Sichtfeld der Gruppe ausfüllte. Das entsetzliche Geräusch, mit dem die metallenen Häute der Crawler aneinander vorbeischrammten, vereinte sich zu einer donnernden Kakophonie, als würde die Erde beben. Hier gab es überlegene Exemplare mit viel größerer Kraft als die Crawler, die sie bis jetzt getötet hatten. Angesichts eines überwältigenden Anblicks entschied die Gruppe, dass es leichtsinnig wäre, einen frontalen Durchbruch zu versuchen. Also beschlossen sie sich, dem Weltpanzer zu nähern und dabei die Crawler zu meiden. Das ist natürlich nicht gerade sehr gut klappen wird. Das steht erst von vornherein schon mal fest. Unabhängig davon, ob du dem Crawler-Link-Monster durch Kampf-Effekt oder Kampf begegnet, wird der Effekt der Spezialbeschauung von zwei Crawler-Monstern im Friedhof aktiviert, um dies zu verhindern. Nutze Taktiken wie das Erschöhren des Spielfeldzaubers Schatten über dem Weltfeldvermächtnis und das Deaktivieren der Link-Beschwörung selbst. Und erneut muss leider ich wieder das Duell beginnen. Ist ja mal wieder klar. Sehr viel machbar ist jetzt der Sakiba ja nun wirklich nicht. Okay, jetzt brauchen wir dringend wirklich ein weiteres Monster. Ja, Verstärkung für die Armee ist jetzt genau das, was wir brauchen.
um eventuell das Duell ja zu beenden. Komm schon, Zwangsevakuierungsgerät aktivieren! Also dieser Kampf ist jetzt bis jetzt wirklich ein bisschen zum Gähnen. Oh, sieh mal, den Weltkelch Wachdrachen. Warte, das Monster in den Girsu haben wir jetzt gesagt nicht hier im Deck? Doch. Aber wieso können wir den jetzt nicht beschwören? Wieso bitte konnten wir jetzt den Girsu nicht beschwören? Wir haben doch gesagt jetzt hier ein Link 2 Monster? Na, warte mal, da stand was mit Effektmonstern, oder? Ups. Ups, ups, ups. Da war ja was. Wieder nicht. Also ernsthaft. Ich verstehe das einfach nicht. Es ist doch eigentlich so, wenn ein Link-Monster mit seinem Link-Pfeil auf eine andere Monsterzone zeigt, kann man da doch eigentlich auch wieder ein Link-Monster beschwören. Und, warte mal, das andere war wieder mit Effektmonstern, oder? Nein, zwei oder mehr Link-Monster. Natürlich, das war jetzt erstmal hier der große Fehler.
Das wird jetzt langsam wirklich ein bisschen langweilig. Aber gut, mal abwarten. Den letzten Rest der Story werden wir dann gleich sowieso auch aktivieren können. Und danach sehen wir dann sowieso auch mal weiter. Haben wir dann, er sagt, noch ein Booster Pack zu öffnen oder haben wir es schon mal irgendwann mal geöffnet? Wobei ich mir hierbei jetzt überhaupt nicht so sicher bin, ob ich irgendetwas im Bereich des Weltkelchs schon mal hatte. Da bin ich mir jetzt wirklich ein bisschen unschlüssig, ob ich irgend so ein Booster Pack schon mal geöffnet habe. Oder durch den Schlüssel freigeschaltet. Aber selbst wenn ja, ich wüsste, er sagt nicht weshalb. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Weltkelch-Link-Monster so gehabt. Also, das ist jetzt auch ein bisschen nervig, wenn Computergegner jetzt leider nicht zu Potte kommen. Ach Gottchen. Ich empfinde das Ganze jetzt wirklich als große Langeweile. Gott, Ende Gelände. So, und diesen Teil der Mission haben wir jetzt mal geschafft und Auram den Weltkelch Schwertkämpfer freigeschaltet. Hier kriegen wir noch ein bisschen Feuerenergie, ist ja auch nicht schlecht. Noch ein paar weitere Legacy-Tickets. Titelbild, 200 Edelsteine. Kartenhüllen, wieder Legacy-Tickets. Okay, wir erreichen jetzt lieber erstmal das Ziel. Den Weltpanzer vor Augen wurde Aurams Gruppe von einem Crawler-Schwarm aufgehalten. Ganz gleich, wie viele Monster sie besiegten, ein neuer Schwarm trampelte über die Trümmer der Gefallenen herbei. Jetzt war die Gruppe geteilt und bekam Schwierigkeiten. Von dem schier endlosen Kampf war die Gruppe erschöpft. Sie konnte nicht vorrücken und sich jetzt anscheinend auch nicht mehr zurückziehen. Sie hatten keine andere Wahl, als bis ans Ende ihrer Kräfte zu kämpfen. Gerade dann, als Aurum und die Gruppe kurz vor dem Zusammenbruch standen, rief Lee ihnen zu: "Wenn ihr den überlegenen X-Crawler besiegt, solltet ihr die anderen Crawler zum Stehen bringen können." Inmitten des Kampfes hatte Lee erkannt, dass der X-Crawler der Kommandeur der Crawler war. Im Vertrauen auf Lees Erkenntnis durchbrach die Gruppe die Umzingelung und stürzte sich auf den X-Crawler.
Der X-Crawler leistete heftigen Widerstand, aber sie kanalisierten ihre letzte Stärke, um ihn zu besiegen. Als der Kommandeur zusammenbrach, hörte der Crawler-Schwarm rund um die Gruppe plötzlich auf, sich zu bewegen. Schwer verwundet erreichten Auram und die Gruppe endlich den Weltpanzer. Aber darunter war nicht nur Crawler. Plötzlich erstrahlte Licht in sieben Farben vom Himmel, die sieben Ritter erschienen. Von ihren Körpern ging ein metallisches Leuchten aus, jeweils in einer anderen Farbe des Regenbogens. Die Mech-Ritter, die über die Menschheit und die ganze Welt herrschten, waren jetzt genau an diesem Ort herabgestiegen. Obwohl sie von menschlicher Gestalt waren, erschien es unmöglich, in Worten mit ihnen zu kommunizieren. Und sie hatten offensichtlich nichts Menschliches an sich. Während Auram und die Gruppe zitternd vor ihnen standen, unfähig zu sprechen, streckten die Ritter stumm die Hände aus. In diesem Moment erzeugten ihre Hände ein Kraftfeld, das Ip einhüllte. Ip war erschöpft, nein, völlig ausgelaugt. Die von Ip erzeugte magische Barriere konnte dem Kraftfeld nicht standhalten. Der Rest der Gruppe mühte sich ab, um Ip zu retten. Aber mit demselben Licht, aus dem die sieben Ritter erschienen waren, verschwanden sie und Ip spurlos. Lee warnte vor der Gefahr, die drohte, falls Ips Zauberstab gestohlen würde und die anderen Weltvermächtnisse in die falschen Hände fielen. Auram und seine Kameraden brachen auf, um Ip zu retten und das nächste Weltvermächtnis zurückzuerlangen. Welches es auch immer gewesen sei. Dieser Teil ist auf jeden Fall abgeschlossen. Weltvermächtnis Weltkelch. Kosmische, mechanische Wesen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dieses Pack haben wir schon mal freigeschaltet. Ich weiß noch nicht mehr woher. Aber ganz offensichtlich hatten wir es schon mal. Na, mal kurz mal schauen. Was haben wir denn jetzt hier alles? X-Crawler, Qualiarche. Mech-Ritter, ganzes Spektrum. Okay, das hatten wir wirklich schon mal irgendwo hergehabt. Albtraum-Ritter. Ja doch, das kommt mir jetzt doch ein bisschen bekannt vor. Ja, interessante Karten. Auf alle Fälle. So, neue Toroptionen sind jetzt hier auf jeden Fall aufgetaucht. Geschenk des Märtyrers. Jetzt stellen sich ihnen die Ritter des Buben entgegen. Okay. Dann schauen wir doch mal kurz mal hinein. Was haben wir hier noch alles so fein? Szenarien rund um die Mech-Ritter höchstwahrscheinlich.
Okay, nicht übel. Ein neues Spielfeld kann man hier freischalten. Weitere Energien. Okay, hier kann man ja so, wie es aussieht, Weltkelch Wachdrache als Kameraden gewinnen, als Begleiter. Das hier ist schon mal nicht schlecht. Tja, das ist schon mal nicht schlecht, aber trotzdem, das werden wir, wie es aussieht, wohl erst im nächsten Part, wo wir versuchen zu machen. Jetzt will ich bloß einfach nochmal kurz mal gucken, hier im Shop. Okay, hier haben wir bloß noch was für ein paar Minuten. Tja, blöd gelaufen. Blöd gelaufen, aber die Story war ja sogar nicht schlecht bisher. Aber die Legacy-Tickets sind beim besten Willen totaler Schrott. Finde ich jedenfalls. Nun ja, wie dem auch sei, im nächsten Part sind wir auf jeden Fall mit dem nächsten Solo-Modus mit dabei. Und damit sage ich dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Zum nächsten Teil des großen Weltvermächtnisses. So, das durfte jetzt nicht fehlen.